Hallo, herzlich willkommen. Servus, wie Sunny immer sagt. Bei mir und der roten Maus. Heute machen wir einen Rückblick, einen Blick in die Gegenwart und einen kleinen Ausblick in die Zukunft. Den Rückblick beginne ich mit einem Hinweis auf den Club of Rome, der in den 70er Jahren das Versiegen der Erdölquellen prophezeite und damit verbunden große Hungersnöte voraussagte. Wie wir heute wissen, war das nichts anderes als ein gewaltiges Hirngespinst. Öl sprudelt nach wie vor und es ist einer der billigsten Energieträger überhaupt, zumindest zurzeit, wird aber in diesem Land vielen nichts mehr bringen, denn ab 2025 dürfen ja keine Ölheizungen mehr installiert werden. 1985 ging es dann weiter mit der Panikmache über ein Ozonloch, also eine starke Ausdünnung der Ozonschicht, die man erstmals am Südpol über der Antarktis festgestellt hatte. Wenn es nach den damaligen Wissenschaftlern und Experten wie zum Beispiel dem Physikchemiker Mario Molina und Frank Sherwood Rowland gegangen wäre, dann wären wir wohl alle schon längst verbrutzelt, weil die Sonnenstrahlen gnadenlos durch das mittlerweile den Erdball umspannende Ozonloch uns hier niedergebrannt hätten. Der Atmosphärenchemiker Paul Crutzen bekam dafür sogar den Nobelpreis für Chemie. Schuld soll unter anderem gewesen sein, das FCKW, das sogenannte Treibhausgas. Laut Bericht der NASA ist das Ozonloch inzwischen so klein wie nie. Also auch hier nur überflüssige Panik und Angstmache. In den 80ern war auch das Waldsterben ein großes Thema. Der Begriff Waldsterben spiegelte in den 80er Jahren speziell in der BRD, aber auch in Österreich und der Schweiz die Besorgnis wider, dass der Waldbestand in Gefahr sei und die Wälder schon sehr bald großflächig vom Absterben bedroht seien. Es war eines der wichtigsten und bedeutendsten Umweltthemen in den deutschsprachigen Ländern zu dieser Zeit. Es sind die Grünen, die diesem Waldsterben den Aufstieg verdanken. Sogenannten sauren Regen machte man damals für das Waldsterben, das großflächige Waldsterben, mitverantwortlich. Auch damals gab es ein paar wenig gehörte Kritiker, die das Waldsterben als reines Medienphänomen betrachteten, welches ein übertriebenes apokalyptisches Szenario heraufbeschwor und einen unnötigen Alarmismus ausgelöst hatte. Das Thema Waldsterben ist im letzten Jahr wieder aufgeploppt, allerdings eben im Zusammenhang mit der Klimakrise, dem Klimanotstand, dem CO2-Problem. Nun, Waldschäden sind unbestritten, allerdings komme ich gerade aus dem Wald und das sah recht gut aus, auch oben in den Kronen, da war nicht allzu viel gelichtet. Ich möchte dieses Thema gar nicht unter den Teppich kehren, daran muss sicherlich gearbeitet werden, aber auch dieses Weltuntergangsszenario, welches damals in den 80ern damit verbunden war und welches man versucht hat, wieder hervorzuziehen im letzten Jahr, das scheint doch extrem übertrieben, genauso wie die bereits vorher genannten Problematiken. Anfang des neuen Jahrtausends kam es dann zur Vogelgrippe. Ja, Übertragungswege wurden dort überprüft von Tier zu Tier, möglicherweise auch Übertragungswege von Tier zu Mensch. Jedenfalls hat man auch dieses Thema gewaltig aufgebauscht. Vogelgrippe, mindestens europaweit. Es gab Auflagen für Geflügelzüchter, Geflügelhalter und so weiter. Ja, zumindest wurde als Konsequenz aus diesem Hype massenweise eingelagertes, unverkäufliches Tamiflu verkauft. Tamiflu, ein angebliches Grippemittel der Firma Roche, wurde, nachdem man den Menschen
lange und eindringlich genug Angst gemacht hat und Panik verbreitet hat, massenweise verkauft. Das heißt, es kam bei den Menschen gar nicht so schnell an, denn es waren in erster Linie die Regierungen, die hier ihre Lager aufgefüllt hatten. Gesundheitsbehörden auf der ganzen Welt gaben Milliarden aus, um das Medikament für irgendwelche Ernstfälle einzulagern. Ganz vorne dabei war auch damals schon die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, welcher Trump den Geldhahn abgedreht hat inzwischen. Nun weiß man auch, dass die Nebenwirkungen dieses Medikaments wesentlich gefährlicher sind, als man anfangs zugab. Und dann 2009, 2010 kam es zur Pandemie H1N1. Das war das globale Auftreten einer Influenza-Erkrankung, in dem Fall die Schweinegrippe. Auch hier wieder die Weltgesundheitsorganisation ganz vorne mit dabei. Sie rief die Pandemie aus. Ja, also am Ende des Erdöls, am Waldsterben, am Ozonloch, an der Vogelgrippe und an der Schweinegrippe hätten wir schon längst alle sterben müssen. Nachdem dann ein paar Jahre Ruhe war, kam es zur neuen Panik, und zwar zur Klimapanik. CO2 war der Übeltäter. Greta klärte uns täglich in allen Medien auf. Der CO2-Überschuss, der menschengemachte natürlich, sollte der Untergang der Natur und auch des Menschen sein. CO2 musste eingespart werden. In die gleiche Kerbe schlug auch die deutsche Umwelthilfe, DUH, letztendlich nichts anderes als ein kleiner Abmahnverein, der aber doch enormes politisches Gewicht erlangt hat und auch aus unterschiedlichsten Quellen, auch von der politischen Seite her, finanziert wird, der letztlich es auch schaffte, Dieselfahrverbote durchzusetzen, bei dem man heute überraschend feststellt, dass diese ganzen Belastungsstoffe trotz des Lockdowns und Shutdowns, also dem Einstellen auch großflächig von Straßenverkehr, nicht gesunken ist, also dieser Zusammenhang gar nicht zu existieren scheint. Ja, also um am CO2-Überschuss zugrunde zu gehen, haben wir wohl noch ein bisschen Zeit. Bisher zumindest ist es nicht passiert. Und da das alles noch nicht reichte, haben wir jetzt eben einen weiteren Erreger, der da aus China kommt, den ich hier nicht nenne, sonst wird das Video wieder ausgebremst. In diesem Video geht es mir vor allen Dingen darum, die Frage zu stellen, ob die Bundesregierung überhaupt in der Lage ist, diese Krise, die sie jetzt selbst mit verursacht hat, zu lösen, ob sie diese Krise bewältigen kann, ob dafür die richtigen Leute in der Bundesregierung sitzen. Nun, wir kennen alle die Antwort, natürlich nicht. Und was wir ganz wunderbar beobachten können, ist die tatsächliche Unfähigkeit der Handelnden. Ich weiß, ich habe das schon öfter mal erwähnt in Videos und dann äußerten sich auch verschiedene Kommentatoren dazu, die mir dann sagten, nein, das ist keine Unfähigkeit, sondern die Sache ist planmäßig so vorbereitet und die führen einen Plan aus, einen perfiden Plan, und das hat eben nichts mit Unfähigkeit zu tun, sondern durchaus mit der Fähigkeit, diesen Plan umzusetzen. Ja, mit diesem Hinweis bin ich durchaus teilweise einverstanden. Es sind Auftragnehmer in der Politik tätig, die diese Aufträge, die ihnen auferlegt worden sind, planmäßig, generalstabsmäßig durchführen. Darauf komme ich auch gleich nochmal zurück. Schauen wir doch erst wieder zurück. Im Jahr 2010, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hat Angela Merkel den Kalergi-Preis erhalten. Der Grund dafür kann ja kein anderer sein als der, dass sie diesen Kalergi-Plan eben bis dahin pflichtgemäß ausführte. Wenn wir beim Rückblick bleiben, dann stellen wir auch fest, dass im Zuge der Wiedervereinigung oder der Übernahme der ehemaligen DDR durch die BRD, wie es ihnen lieber ist, ein damaliger Kanzler Helmut Kohl sich die D-Mark sehr billig hat von den Franzosen, damals Mitterrand, hat abkaufen lassen,
Hintergrund war seine ausgeprägte Frankophilie. Nun gut, die D-Mark ist dann gegen den Euro getauscht worden. Ja, der Euro ist letztlich ein Katalysator, ein Beschleuniger, der viele Probleme, die sich in diesen Staatssystemen und Geldsystemen tummeln, deutlich macht, noch stärker und noch schneller hervorhebt. Das System hat sich ja dadurch nicht verändert. Man hat eben nur mit dem Überstülpen einer Gemeinschaftswährung Probleme, die ohnehin entstanden wären und schon entstanden waren, beschleunigt. Nun wurde jedenfalls dieser Euro übergestülpt. Später war dann ein Schröder Bundeskanzler, der erhebliche Bevölkerungsteile in die Armut drängte durch seine Hartz-IV-Regelungen und sonstigen Dinge, die ihm da einfielen. Und dann kam Merkel als Bundeskanzlerin. Da liefen die ersten Jahre ja noch relativ ruhig, aber dann ging es schon los. 2008, 2009, Bankenkrise, Lehman Brothers Pleite in den USA. Übergeschwappte, über den Atlantik geschwappte Bankenprobleme, die Europa oder die EU in die Knie zu zwingen drohten. Dann gab es Hilfen für Griechenland. Das waren schon die ersten großen politischen Probleme und das erste große politische Versagen, wobei man eben den deutschen Steuerzahler zum Bürgen für die Probleme anderer EU-Mitgliedstaaten machte. Beginnend mit dieser Krise, dem Verhalten der EZB, der dem Unmengen an Geld schaffen aus dem Nichts und den Schutzzusagen der Bundesrepublik, wurden die Risse deutlich, die sich durch die EU zogen. Und es wurde auch für aufmerksame Beobachter immer klarer, wie unfähig sich diese Regierung unter der Führung Merkel in Krisensituationen verhält. Für den Euro kann sie nichts, natürlich, den hat sie nicht eingeführt, aber das Krisenmanagement war dennoch katastrophal. Es war ein Krisenmanagement, welches ausschließlich zu Lasten der deutschen Steuerzahler ging. Und gleichzeitig für die betroffenen Staaten, die herb durch die Finanzkrisen durchgeschüttelt wurden, für die Völker dort keine Verbesserungen brachten. Es ging dann weiter mit politischem Versagen. Natürlich kann man hier auch Absicht unterstellen. Ich bin da durchaus dabei, dass es so ist. Aber dann ging es los mit der Zuwanderungswelle. Schwer verständlich, denn der deutsche Steuerzahler zahlt viel für die Regierung, er zahlt viel für die Sicherheitsdienste, er zahlt Steuern für die Geheimdienste. Und es war sicherlich nicht unerwartet, dass eine solche Welle auf Deutschland zuströmt, wie es im Jahr 2015 war. Jedenfalls hat man alle diese Zuwanderer herzlich begrüßt, hereingewunken, ob es nun geplant war oder nicht. Für die deutschen Bürger war es alles andere als ein Gewinn. Damit aber nicht genug, hat man schon im selben Jahr 2016 dann verstärkt angefangen, die Industrie in der BRD zu belasten, sie abzubauen, sie mehr oder weniger immer mehr ins Ausland zu vertreiben. Nicht umsonst haben große Werke und auch Zulieferer ihre Werke in Russland eröffnet. Nun, und das Letzte, was wir nun beobachten dürfen, ist die Krise, die eben jetzt momentan stattfindet, wobei ich eben den Namen hier nicht erwähne. Jeder weiß, was gemeint ist. Aber die Wirtschaft ist komplett zurückgefahren worden, nachdem man am Anfang alles wieder unter den Teppich kehrte, nichts für ernst genommen hatte. Dann hat man die Wirtschaft zurückgefahren, vollkommen rücksichtslos, auch Shutdowns und Lockdowns verhängt, ohne in irgendeiner Form zu überprüfen, ob das Ganze sinnvoll ist und was die Konsequenzen daraus sein werden. Wir wissen heute schon, dass die Konsequenzen derb sein werden. So hat zum Beispiel Volkswagen kürzlich sein Werk wieder eröffnet und die Produktion hochgefahren, nur um sie vor wenigen Tagen wieder runterzufahren, weil die Nachfrage nicht mehr da ist. Der Einbruch der Steuern wird noch wesentlich größer sein als der Einbruch des Bruttoinlandsprodukts. Die Geldnot der Regierung wird von Tag zu Tag zunehmen und natürlich überlegen die sich, wo sie es nun herholen, wen sie da am besten und schnellsten belasten können. Das ist sowieso abartig. Da gibt es diese Regierung, die alles in Grund und Boden rammt, um dann von denen, deren Existenzgrundlagen sie zerstört hat, wieder neu Geld zu verlangen, um sich selbst noch einige Zeit
zappelnd am Leben zu erhalten. Denn mehr ist es ja nicht. Die Kosten dieser Maßnahme werden so hoch sein, dass das Sparvermögen der Deutschen nicht mehr ausreichen wird, um diese BRD und EU, was bisher ja immer so gemacht worden ist, zu retten. Selbst Zwangshypotheken mit bis zu 50% Belastung auf Immobilienvermögen wird dieses Problem nicht mehr lösen können. Übrigens an der Stelle, unser Webinar am 26.05. zu Zwangshypotheken und Lastenausgleich ist schon ausgebucht. Aber wir geben unten die E-Mail-Adresse nochmal rein. Wer Interesse hat, dem können wir gerne Informationen schicken für den Fall, dass wir ein weiteres Seminar durchführen, was im Moment noch nicht sicher ist. Oder wenn jemand noch mitmachen will, kann er auf eine Warteliste sich setzen lassen und dann könnte er noch reinrutschen, falls es hier noch eine Absage gibt. Das aber nur am Rande. Wir beobachten im Moment, wie dieses System BRD zerlegt wird oder sich selbst zerlegt. Und nun machen wir nochmal einen kleinen Rückblick. Es ist eine Zeitenwende eingeläutet worden gegen dieses System der Globalisierung schon im Jahr 2000. Und zwar mit Putin. Mit der Übergabe der Macht Jelzins an Putin ist eine Zeitenwende eingeleitet worden. Das war zunächst für viele nicht erkennbar, denn er hat ruhig im Hintergrund gearbeitet und vor allen Dingen das Militär immer weiter gestärkt. Und er hat dann einige Jahre später doch deutlich gezeigt, wo der Hammer hängt. Als die Maidan-Katastrophe losging und die feuchten Träume westlicher Führer, und dazu gehört auch Steinmeier, vor allen Dingen Steinmeier und auch Merkel, hinsichtlich der Ukraine, der Übernahme der Ukraine und auch der Krim durch Putin zerstört wurden. Kurz danach zeigte er auch in Syrien, wozu sein Militär fähig ist, und man konnte beobachten, wo der Hammer hängt. Diese westliche globalistische Tiefstaatpolitik wurde dadurch schon in ihre Grenzen verwiesen. Darüber hinaus hat Putin natürlich enorme Aufräumarbeiten leisten müssen von Anfang an gegen den eigenen Tiefstaat, gegen die eigenen westtreuen, Amerikatreuen, vor allen Dingen Amerika-Tiefstaat-treuen und Globalisten-treuen Oligarchen, die er zuhauf im eigenen Land hatte. Da half ihm sicher seine Erfahrung als KGB-Mann und auch die Kontakte, die er dort noch hatte. Er konnte dort aufräumen, er bekam auch die Oligarchen in den Griff. Hätte Putin die Macht nicht übernommen, dann wären westliche und russische Oligarchen ausreichend da gewesen, um sämtliche Vermögenswerte dieses riesigen Landes zu übernehmen und die Bevölkerung darben zu lassen, was man ja schon zu Jelzins Zeiten beobachten konnte, als die Sterblichkeit enorm zunahm, die Lebenserwartung sank, die Versorgung der Bevölkerung sich zunehmend verschlechterte. Da hatte Putin eine Mammutaufgabe zu leisten. Also, die Zeitenwende kam mit Putin, allerdings noch unbemerkt, 2014 und dann 2015 mit Krim und Syrien wurde das alles schon deutlicher. Danach gewann Trump die Wahlen. Trump wurde vorher schon gewaltig bekämpft vom eigenen Deep State, von den Globalisten, von sämtlichen Medien, denn dieses Geschwür hatte sich bis dahin ausgebreitet, nicht nur in den USA, weltweit. Die Zielrichtung, die Schlagrichtung der Globalisten war deutlich hin zur Weltregierung. Und dann kam Trump. Da befürchteten viele schon, dass sich einiges ändert. Aber dann kam die Kriegserklärung mit folgendem Satz, den ich schon in einem anderen Video zitierte. There is no global anthem, no global currency, no certificate of global citizenship. Übersetzt, es gibt keine globale Hymne, keine globale Währung und keine Weltbürgerschaft oder keinen Pass für eine Weltbürgerschaft. Das war natürlich eine Katastrophe für die Globalisten, für die ganzen Vorgängerregierungen wie Obama, Bush und Clinton. Das widersprach diametral den Interessen, ihren Interessen und allem, was man bis dahin aufgebaut hat, übers Finanzsystem bis hinein natürlich in die Medien. Mit diesem Satz
Trumps jedenfalls war das Kriegsbeil ausgegraben und nun war die Zeitenwende für jeden, der ein bisschen genauer beobachten konnte und wollte, vollkommen klar, es lag alles auf dem Tisch. Und seitdem findet dieser Krieg zwar offen, aber intern, im Hintergrund, in den USA statt. Und Putin ist eben mit den Aufräumarbeiten schon wesentlich weiter als Trump, aber auch er scheint mit großen Schritten voranzukommen. Was wir hier also erleben, wir sind Zeitzeugen dieser gewaltigen Zeitenwende, einer kompletten Neustrukturierung der Weltordnung, wo sich diese One World Order, dieser feuchte Traum des Tiefstaates nicht mehr durchsetzen lassen wird. Die Gegner sind inzwischen zu mächtig und auch Xi aus China darf man dabei nicht vergessen, wobei ich darauf heute nicht weiter eingehen will. Und in dem Zusammenhang spielt natürlich die BRD eine ganz wichtige Rolle. Die BRD, ja, wenn ich hier Deutschland sage, dann kommen natürlich immer die Hinweise, es ist kein Deutschland, es ist kein Staat. Nun, was immer es auch ist, es ist natürlich eine nicht souveräne Organisation. Und welchen Namen wir dieser Organisation nun geben, neben der Bezeichnung BRD, das ist ja nun im Wesentlichen egal. Aber dass in dieser nicht souveränen Organisation BRD, eine Art Aufsichtsrat da ist, in dem Trump und Putin ganz wesentlich entscheiden, was zu tun ist, das liegt ja auf der Hand. Dass diese sogenannte Bundesregierung angeblich demokratisch gewählt ist, ist natürlich eine hervorragende Ablenkung für das Volk, um es ruhig zu halten, um ihm den Eindruck zu vermitteln, ja, da kann man irgendwie mitreden. Nichts kann man, sämtliche Mitglieder der Bundesregierung werden auf den Bilderberger Konferenzen gecastet. Nur wer dort für gut befunden wird, hat überhaupt eine Chance, Mitglied einer Bundesregierung zu werden. Und dementsprechend sitzen dort ausschließlich Erfüllungsgehilfen ihrer Auftraggeber. Und das ist nicht das Volk. Wer das glaubt, der glaubt auch noch an den Weihnachtsmann. Das ist nicht das Volk und die Aufträge, die bis vor kurzem erteilt wurden, denke bis vielleicht Mitte 2017, die kamen aus der Ecke Obama, Clinton, Bush, Tiefstaat USA und erhebliche Teile des US-amerikanischen Geheimdienstes, vor allen Dingen natürlich CIA. Das waren die Auftraggeber. Ja, und nun sind die Politiker bei uns so gebrieft auf diese Aufträge, dass sie im Grunde immer noch dabei sind, diese auszuführen, obwohl die Auftraggeber längst keine Aufträge mehr erteilen. Die sind größtenteils abgesägt, weil Trump dort das ganze System umstülpt. Aber daran sieht man einerseits natürlich das, was manche sagen, Kommentatoren, die Perfidie, die Umsetzung eines Plans der Anweisungen. Andererseits sieht man aber gleichzeitig die mangelnde Anpassungsfähigkeit. Man läuft im Grunde, wie wenn man gestoßen worden wäre, immer in derselben Richtung weiter, als gäbe es keine Bremse, als könnte man auch nicht umsteuern. Das zeigt ganz klar, hier gibt es keine Flexibilität. Und vor allen Dingen, die Merkel stellt sich im Moment wieder, wie das schon mehrere deutsche Lenker, so nenne ich es mal vorsichtshalber, getan haben, auf die falsche Seite der Geschichte. Sie stellt sich nämlich deutlich gegen Putin. Das wird sich ganz bitter rächen. Wir sehen ja, was inzwischen passiert. Die Unfähigkeit wird vorgeführt. Selbst die Medien, die Mainstream-Medien, die sogenannten Light- oder Leitmedien stellen zum Teil um, ganz vorne dran Bild. Natürlich gibt es dafür Gründe, da sind ja erhebliche Teile aufgekauft worden von einem Finanzunternehmen, welches Trump nahesteht. Aber warten wir ab, da wird noch das eine oder andere aufgekauft werden und das könnte auch mit Fernsehsendern passieren. Da muss man Geduld haben. Das Ganze dauert ein bisschen länger, als viele erhofft haben. Das ist wirklich zu einem Geduldsspielchen inzwischen geworden. Letztens fragte mich jemand, auch höhnisch, mit einem höhnischen Lachen verbunden, ja, und was soll denn jetzt passieren? Sollen jetzt die Schäftruppen einmarschieren? Ja, an der Stelle kann ich sagen, nein, die sollen nicht einmarschieren, die müssen auch gar nicht einmarschieren, denn Schäf hat Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, zu keinem einzigen Tag verlassen. Schäf ist da. Und die Truppenverstärkungen, die sind inzwischen schon passiert. Und Schäf muss hier nicht einmarschieren, denn die BRD und die Geschäftsführung der BRD
hat letztlich den Anweisungen der Alliierten zu folgen. Die können hier reinfliegen, rausfliegen, reinfahren, rausfahren, sich bewegen, wie sie wollen. Da gibt es keinen Souverän, der hier irgendetwas untersagen, unterbinden könnte. Die müssen nicht einmarschieren, die können schlicht und einfach kommen und sie sind schon da in ausreichender Stärke. Das, was wir jetzt sehen, auch wenn sich's zäh dahin zieht, ist der Niedergang dieses Systems. Und da möchte ich abschließend auch noch ein Wort richten an die Polizei. Natürlich sind sich die Polizisten dessen nicht bewusst und sie haben natürlich ihre Befehlsketten und führen aus, was man ihnen sagt. Die Bilder, die ich letztens allerdings im Internet sah, die waren schon sehr, sehr unschön, wenn man sieht, wie da ein älterer Mann auf dem Boden liegt, umringt von Polizisten und der, ich bin mir nicht ganz sicher, vermutlich wohl Krücken hatte. Wenn man sieht, wie hier eine alte Dame ziemlich hart abgeführt wird, dann fragt man sich schon, was das Ganze eigentlich noch soll. Und Polizisten sollten sich darüber im Klaren sein, dass sie zwar in ihrer Befehlskette stecken, dass aber diese BRD eben eine nicht souveräne Organisation ist und letztlich die Polizei ein Werkschutz in dieser Organisation ist. Und die Gefahr, dass persönlich Polizisten später in Haftung genommen werden, ist im Raum nicht zu unterschätzen. Und da würde ich, wenn ich Polizist wäre, zumindest mal drüber nachdenken. Nichts gegen die Polizei, absolut nicht. Die meisten machen einen tollen Job und sind unterbesetzt und können gar nicht alles erledigen, was ansteht. Das sind politische Fehlentscheidungen. Dennoch muss jeder für sich darüber nachdenken, was er tut. Zum Abschluss dieses Videos möchte ich noch auf einen Kanal hinweisen. Ich habe mir da jetzt mehrere Videos angeschaut von Dr. Jens Bergen. Er trifft ganz hervorragende Aussagen und gerade sein letztes Video hat mich überzeugt. Er äußert sich da zu Ken Jebsen und macht einige anderen zusätzlichen Andeutungen und vor allen Dingen Ausführungen, die schlicht und einfach Hand und Fuß haben. Dafür möchte ich mich an der Stelle bedanken und jedem empfehlen, auch mal auf diesen Kanal zu schauen. Er heißt Schwert der Wahrheit, wir werden es unten verlinken. Soweit für heute. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Schön, dass Sie mir wieder zugehört haben. Gleichzeitig bedanke ich mich für die Unterstützung, die wir wieder bekommen haben. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Das hilft uns wirklich sehr. Und wir freuen uns über einen Daumen hoch und vor allen Dingen auch über ein Abonnement. Und ich kann es nur wiederholen, es ist wirklich wichtig, dass Sie mit Glocke abonnieren, denn sonst werden Sie nicht informiert von YouTube. Und es ist auch so, dass wenn wir das ein oder andere Reizwort hier bringen, dass ja, bei den inzwischen etwa 20.000 Abonnenten, die wir haben, was ohnehin ja nicht so viel ist, aber da auch nur etwa die Hälfte überhaupt noch informiert wird und man dann richtig sieht, wie mühselig sich das aufbaut und wie gesagt, die Informationen nicht wirklich fließen. Deshalb empfiehlt es sich auch, einfach mal auf meinen Kanal zu schauen, unabhängig davon, ob man informiert worden ist. Und es empfiehlt sich auch, einfach mal wieder neu zu abonnieren. Ja, ich habe jetzt hier versucht, Reizwörter zu vermeiden und trotzdem einiges an Informationen zu bringen. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal.